Wir brauchen 2 Bananen, 2 Eier, eine Prise Salz, dann 4 Esslöffel Mehl. Ja, und dann fangen wir gleich mal So, ich habe heute Hilfe, das ist der Bino. Grüß dich, Bino. Grüßt euch. So, dann kommt eine Prise Salz noch. Also wirklich ganz wenig. Und das Ganze, das rühren wir jetzt mit dem Schneebesen. Rühren wir das jetzt gescheit, das gescheit vermischt ist. So, wir haben das jetzt da ganz schaumig gerade da drin, vielleicht sieht man das. Und jetzt kommen 4 Esslöffel Mehl rein. Ja, und das Ganze wird jetzt gescheit verrührt, weil wir brauchen einen ziemlich dicken Teig, weil der soll ja an die Bananen drauf haften bleiben. So, unser Teig, der ist jetzt ein bisschen zu fest, wenn man das sieht. Also ein bisschen flüssiger darf er schon sein. Jetzt tun wir einfach einen Schuss Milch rein und kleiner. Verrühren das Ganze. Also es sollte schon ein dicker Pfannkuchen sein. Oder wie sagt man da bei euch auf Hochdeutsch? Pfannkuchenteig. Ja, wird schon so stimmen. Und der schaut jetzt richtig gut aus. Also wenn er zu dick ist, könnt ihr ruhig nur ein bisschen Milch rein da. Aber so ist er wirklich perfekt, ist der. Also der läuft jetzt richtig zäh vom Schneebesen runter. Ich habe jetzt da schon mal ein bisschen Öl in die Pfanne rein. Und der Bino, der schält schon mal die Bananen ab. Ja, die Bananen werden jetzt so ungefähr in 4 gleiche Teile geschnitten. Ja, ich habe jetzt die Pfanne schon mal vorgeheizt und da haben wir jetzt schon mal eine Banane drin. Die wenden wir jetzt in dem Teig. Und der Teig, der klebt jetzt richtig schön da drauf. Und dann kommt es in die Pfanne rein. Und so macht man das jetzt natürlich mit alle, bis alle in der Pfanne drin liegen. Meine Bananen, die haben jetzt schon in der Pfanne. Und das kann man ruhig ein bisschen heiß schalten, damit es gescheit goldbraun. Lasst man die jetzt brutzeln. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es fertig ist. Ja, meine Bananen, die haben jetzt so richtig schön goldgelb. Also ich hoffe, man sieht das so. Und ich werde es jetzt dann gleich anrichten. Und dann lassen wir es uns richtig schmecken. Also es ist ja wirklich schade, dass ihr jetzt das nicht riechen könnt, wie gut die duften. Ja, und was ich noch sagen wollte, man kann natürlich alle anderen Früchte auch hernehmen. Es müssen keine Bananen sein. Man kann es mit Äpfeln machen. Man kann es sogar mit Kirschen, mit Pflaumen. Also man kann da wirklich kreativ sein. Normalerweise essen wir da gerne eine Kugel Vanilleeis dazu. Aber heute gibt es es ohne. Ja, vielleicht wollt ihr es einmal noch machen und schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Jemi.